Loden, Jakobsen, Paulsen. Wer wird der nächste Bürgermeister der Krummhörn? Heute bei Emden TV. Uhr. Hier ist Emden TV, das Samstagmorgen Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung mit Edzard Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emden TV. Wieder einmal steht die Krummhörn im Mittelpunkt unserer Sendung. Wir haben uns ins Emder Umland aufgemacht. Wir treffen Bürgermeisterkandidaten, Käseproduzenten, Biobauern, Leuchtturmrenovierer und einen Praktikanten aus Uganda. Viel Spaß! Im September wählt die Krummhörn einen neuen Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin. Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wir haben sie getroffen und sie nach ihren Plänen gefragt, die sie umsetzen wollen, so sie im September gewählt werden. Ich bin Hilke Loden, ich bin 54 Jahre alt, wohne in Greetsiel, bin verheiratet, Mutter von 4 Kindern. Mein Name ist Henning Paulsen. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder, wohne in Grimmersum. Mein Name ist Alfred Jakobsen, ich bin 62 Jahre alt, studierter Diplomkaufmann. Die Themen in unserer Gemeinde Krummhörn sind aus meiner Sicht gesetzt, zum großen Teil jedenfalls. Und da gilt es zu gucken, wo wollen wir im Tourismus hin. Also im Moment ist es so, dass der Tourismus sehr boomt, natürlich auch Corona-bedingt. Jetzt wollen alle hier gerne her. Und wir sind natürlich auch gute Gastgeber, aber wir müssen aufpassen, dass dieses Rad der Überlastung nicht überdreht wird. Wir müssen mehr auf Qualität statt Quantität setzen. Ich denke, die Krummhörner Kommunalpolitik wird in den nächsten Jahren vor allem sicher von dem Thema Finanzen dominiert werden. Es wird sicher um Wirtschaftswege gehen. Das ist ja ein lang anhaltendes Thema bei uns in der Gemeinde Krummhörn, die schlechten Zustände der Wege. Wir brauchen unbedingt einen Fortschritt in der Digitalisierung, sowohl in der Verwaltung als auch in der Fläche. Wir müssen sehen, wie wir unsere Schulen voranbringen. Dann wird der Bau von Feuerwehrhäusern uns auch in der nächsten Legislaturperiode sicherlich beschäftigen. Wir reden ja über den Neubau von heute schon mindestens 2 oder 3 Häusern. Es könnten sogar noch 4 werden. Die werden je mit 2,5 bis 3 Millionen Euro veranschlagt. Wir müssen mit dem Träger sprechen, also mit dem Landkreis, wie wir die Busverbindung vom Emden direkt durch die Krummhörn nach Greetsiel verbessern. Das heißt, mehrere Fahrten am Tag, sonst ist es unattraktiv und die Leute müssen vom Bahnhof abgeholt werden. Das Thema Bauleitplanung oder auch Baumöglichkeiten für junge Leute, für einheimische junge Leute, ist ein Thema, was ganz oft jetzt an mich herangetragen wird und was auch ganz wichtig ist. Natürlich, um unsere Gemeinde lebendig zu halten, müssen wir auch die jungen Leute hier halten. Hier bei uns im Dorf in Grimmersum gibt es eine Neubausiedlung und die haben zum Beispiel Häuser, die nicht mal einen Telefonanschluss haben. Und das im Jahr 2021, weil einfach nicht genug Anschlussports zur Verfügung stehen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man ehrlich ist. Das ist in den 70er Jahren schon besser gewesen als heute. Das sind Zustände, die vollkommen unhaltbar sind aus meiner Sicht. Wir können sicherlich nicht alle Gulfhöfe erhalten, weil die zum Teil in einem sehr erbärmlichen Zustand sind und ein Investitionsvolumen von 2 bis 3 Millionen haben, um das komplett zu sanieren. Das wird auf die Dauer bei allen Höfen nicht funktionieren. Dann bin ich dafür, diese Höfe abzureißen und mit diesen Steinen neue Einfamilienhäuser in den Dorfkernen zu bauen. Ja, weil kann ich platt gucken und ich produziere halt jeden platt. Und ich bin auch blöd, dass ich halt als Kind halt platt lebt habe. Weil Leute lebt man das doch ziemlich stur und dann braucht man so mit ohne noch platt gucken. Natürlich kann ich platt gucken. Ich bin hier groß geworden in Krummhörn und Deutsch habe ich gelernt, als ich nach Schkau gegangen bin. Mit 6 Jahren. Also ich kann ein bisschen platt gucken, aber fahrt nicht stur. Ich habe nicht so recht gelernt, aber ich kann das noch, wenn Wesen muss. Auf dem Rosenhof in Pilsum wird seit Mitte der 80er Jahre Käse produziert. Wir haben Familie Berghaut getroffen und einen besonderen Gast aus Zentralafrika. Der
Der Bauernhof besteht schon seit 1973 an dieser Stelle. Schwiegereltern sind 1962 aus den Niederlanden hierher gezogen, haben erst einen Hof gepachtet, dann hier mit dem Aussiedlerhof eine neue Stelle gehabt und überlegt, was wir so machen können als sicheres Standbein. Und seit 1985 ist die Käserei amtlich geführt und seit 36 Jahren sind wir jetzt in der Käseproduktion eingestiegen. Burekas ist Bauernkäse. Wir haben die Produktion, die man vom Laden aus direkt durch die Glasscheibe betrachten kann. Und wenn es möglich ist von den hygienischen Auflagen zurzeit, dann bieten wir auch Führung an in der Käserei, nicht in der Produktion, aber im Lager, dass dann auch Familien sehen können, wie viel Arbeit steckt drin, was muss passieren, bis die Milch zum fertigen Produkt kommt. Und ganz wichtig, dass es dann auch schmeckt. Wir möchten natürlich gerne, dass die Kunden wiederkommen, wenn es besonders lecker war, sich das vielleicht auch nachher schicken lassen. Und dann müssen wir abwägen, wie viel geht es zu den regionalen Märkten und wie viel behalten wir exklusiv für uns im Hofladen. Wir sind Pilsums zweitgrößter Arbeitgeber, glaube ich, nach dem Restaurant oder wenn nicht der größte. Wir haben 3 Mitarbeiter und Familienangehörige, die im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten, 3, die in der Produktion mit EBO befasst sind und dann noch Saisonkräfte, die im Hofladen arbeiten. Also kommen wir auf 11 und aktuell haben wir noch einen Praktikanten über ein International Young Farmers Exchange Program. Unser Steward kommt aus Uganda und ist selbst dort Farmer, hat auch Agrarbusiness studiert und möchte dazu lernen, dass er zu Hause anderen Landwirten anlernen kann, um die Produktivität zu steigern, soweit das im regionalen Maßstab möglich ist und eben dann die Wertschöpfungskette für die Landwirte zu Hause auch zu stärken. So I'm very optimistic that the experience and knowledge that I'll gain during my time here in the cheese production, when I get back home in Uganda, I would love to start cheese production and to be specific, cheese from goat milk. And since my parents already have an animal farm with goats and some cattle, I'm hoping that we could either work together. If that can't work, still on my farm, I have some land that I could as well start keeping some goats, produce my own milk, and then be able to produce some nice cheese. I would actually name it Pilsum goat cheese. Lange Zeit war der Kampener Leuchtturm verhüllt wie ein Objekt des Künstlers Christo. Jetzt erstrahlt er in altem Glanz und neuer Frische. Wir haben uns mit denjenigen getroffen, die für diese Renovierung verantwortlich gezeichnet haben. Wir haben den Kampener Leuchtturm im letzten Jahr angefangen zu renovieren. Das heißt, wir haben die ganze Konstruktion abgestrahlt und haben sie neu beschichtet. Der Leuchtturm Kampen wurde vor etwa 30 Jahren das letzte Mal instand gesetzt. Das heißt, eine neue Korrosionsschicht aufgetragen worden und jetzt hat es eben, die Farbe ist verblichen im Laufe der Zeit. Es gab einige Roststellen da dran und die sollten jetzt alles mal wieder auf Vordermann gebracht werden. Das fing an mit den Gerüstbauarbeiten. Dort waren etwa 4 bis 6 Mann beschäftigt. Das ganze Gerüst wurde über 32 Etagen aufgebaut. Danach wurde gestrahlt. Da sind etwa 6 Mann im Einsatz gewesen. Und später bei den Beschichtungsarbeiten kam es eben darauf an, wie die Wetterverhältnisse waren, sind also bis zu 16 Leute hier im Einsatz gewesen. Ja, Mitte Mai haben wir den Turm abgenommen und der Turm steht jetzt wieder der Öffentlichkeit zur Besichtigung zur Verfügung. Der Kampener Leuchtturm ist mit seinen 65 Metern Höhe der höchste deutsche Leuchtturm. Das Leuchtfeuer selber befindet sich an einer Höhe von 62 Metern und ist eines der lichtstärksten Leuchtfeuer überhaupt an der deutschen Küste. Die Tragweite beträgt 30 Seemeilen. Das ist die lichttechnische Auslegung. Die nautische Auslegung sind ungefähr 21 Seemeilen. Das ist das, was die Erdkrümmung gerade noch so hergibt mit der Höhe zusammen. Und das Ganze ist sichtbar ab vor Borkum. Der Kampener Leuchtturm und der kleine Leuchtturm auf Borkum waren die ersten elektrisch geplanten und gebauten Leuchttürme in Deutschland. Die wurden betrieben mit Dampfmaschinen im Nachtbetrieb. 1906 hat man angefangen, hier diesen Diesel zu installieren. Es waren ursprünglich 2 Diesel und hat dann auf Tagbetrieb umgestellt. Das heißt, man hat mit dem Diesel Akkumulatoren geladen und hat dann
in der Nacht den Strom für das Leuchtfeuer aus den Akkumulatoren. 1937 hat man das Ganze dann ans öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen. Das stand zu dem Zeitpunkt in Ostfriesland erst zur Verfügung. Und ab da war der Dieselmotor dann auch obsolet und ist zum Glück dann hier erhalten worden. Man hat ihn nicht abgebaut. Und wir führen das auch immer noch gerne zum Tag des offenen Denkmals komplett vor. Er läuft auch. Auf dem Lütscheplatz in Eilsum wird aktuell ein besonderes Projekt für Menschen mit Beeinträchtigungen umgesetzt. Wir haben uns dort einmal umgeschaut. Die Intention ist eigentlich gewesen, dass wir für Menschen mit Beeinträchtigungen ein vielfältiges Arbeitsangebot schaffen und auch die Arbeit in der Natur anbieten können. Der Hof, der hat knapp 20 Hektar Nutzfläche. Auf diesen 20 Hektar Nutzfläche haben wir verschiedene Tierarten, die wir halten. Das sind einmal die Weihnachtsgänse, dann haben wir verschiedene Geflügelrassen wie Hühner zur Bio-Eierproduktion und wir haben noch Milchschafe. Die Milchschafe, die sollen gemolken werden und dann soll aus der Schafsmilch soll dann Käse hergestellt werden. Ein weiterer Standbein ist dann noch der Gemüsebau, den wir im Moment aufbauen. Wir haben einen Folientunnel und dort werden dann alte Gemüsesorten angebaut und dann zur Vermarktung aufbereitet. Wir werden die Produkte, die wir hier auf dem Hof erzeugen, alles in Biolandqualität, vorzugsweise in der Direktvermarktung anbieten. Also man wird hier auf dem Hof kaufen können, auch bei Hofführungen kaufen können. Wir werden Teil der Produkte in unserem Restaurant Leckerpott und Hafenbistro verarbeiten. Wir denken auch darüber nach, den Unverpacktladen, den wir gemeinsam mit dem Verein Das Boot betreiben, mit Gemüse zu bestücken. Und eine Idee, die mir ganz lieb wäre, dass wir auch einen Wochenmarktstand haben können. Dam ohne Wings. Wir da ein Local mit einem hellbesinnten Gast und für einen hellbesinnten Gast habe ich hellbesinnes was mitgebracht. Da hat uns eine neue Kühltasche und für da gibt es als Premiere wie Bullbeer auf Dunkeldamm. Kolbeer für die Silke Ahrens. Moin. Besten Dank, da hast du mir echt gefallen. Ah, moin, Kolbeer. Wer ja. Ist denn das Beste, was trinken kann? Prost, ne? Essen. Lecker. Wunderbar. Vertell ihm, du bist Journalistin, du schreibst Geschichten und Bauten, Kochbauten. Vertell ihm so ein bisschen, was für Bauten du schreibst. Also ich habe insgesamt Dartig Bauten geschrieben. Dartig? Dartig Bauten, ja, Donnerlüge. Da habe ich auch geil. Weil ich mich wohnen, als ich nicht nachteilt habe. Ich habe Bauten über Ostfriesland geschrieben, ich habe Reiseführer geschrieben. Du hast auch ein Bauten über Emmen geschrieben, Seehafenstadt. Seehafenstadt Emmen, sogar über das historische Emmen, ja. Das war mein Part. Ja. Und dann habe ich Kochbaukenmarkt, Nordseefischer-Kochbuch, Ostseefischer-Kochbuch, Seenotretter-Kochbuch. Mhm. Da bin ich nun nicht gerade wie die Pferde Oblach zu machen. Mhm. Das macht höchst viel Spaß mit den Seenotretter. Und was ist das dann? Dann hast du die von den Seenotrettungskreuzer, hast du dir die Rezepte, die der an Bord gucken darf? Oh nee, ich fahre da extra so ins Hand. Du fährst da hin, du bist ja mit den Kreuzer ohne Wings. Ich, wenn das Guide fahren, ja, mit ein bisschen Rot. Ja. Man muss natürlich immer parsen, weil die können ja nicht mit mir booten an Koken wesen, wenn nicht gerade ein Seilboot untergeht. Nee, das wird dann. Da muss man mit einer Aufstimmung. Die sind an Retten und du magst Bratentuffel genau. Und sowas. Vertell ihm, aber was sind das denn für Rezepten? Was essen die dann da? Die sind hellgaut an Herd unterwegs. Die können wunderbar koken, die sind hell raffiniert auch an Koken.
Wir haben natürlich auch so Sachen als Rossenpudel, wenn man das noch von da noch sagen würde, und tote Oma gucken und Huhn auf Dose und solche Sachen. Da machen wir nochmal einen Kochshow mit, dann musst du mir dann ein bisschen vertellen. Du hast nur einen sehr besonderen Wettbewerb gewonnen, habe ich gelesen. Du hast einen Preis kriegen von NDR. Vertell ein bisschen, was und wofür hast du den Preis kriegen? Den Preis habe ich kriegen für mein Geschicht Familienstand mit neuen Buchstaben. Das ist ein Geschicht, das spielt um aus Freske Dörf. Der kann hier wesen, weil wir nun hier sitzen. Hier in Loken, mit den kargen Achtergrund. Mit den kargen Achtergrund, der hat auch ein bisschen was damit zu tun. Man kann in Elke Dörf wählen, hören. Und kann auch in Radeland wählen, das ist aus Freske Dörf. Und da spielt die Geschichte, das geht um ein All-Ehepaar, die sind 60 Jahre verheiratet. Und der Mann, der hat Hermann, der mag zu gehen Ratzels. Und dieses hele Dach an Fenster, kickt nach Buten hin und findet also mooi, dass also ist als immer. Ja. Man, an Ehren von der Geschichte erfahrt man, dass nicht als ist als immer. Und das ist so die Clou von der Geschichte. Das was von der Jury auch hell wunderbar, weil die haben das im Strem, der Geschicht, was am Ende, das ist so ein knalle Geschicht, kann man sagen. So ein Schleim mit einem überraschenden Ende. So aber was dir noch viel wichtiger ist, du hast einen Jurypreis kriegen, man, du hast auch einen Publikumspreis kriegen. Ja, das war natürlich sehr besonders mooi, weil die Leute können anrauben, auf online aufstimmen und dann... Dann hast du den hele Verwandtschaft, der entstört, der hat gesagt, da muss ich erst im Moment nur noch Aal anrauben. So, und ein Netzwerk, Aal-Netzen habe ich unnützt und dann tatsächlich hat das klappt. Ja, dann gratuliere ich nochmal von Herzen und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen in Köln und dann gucken, wie Bratentuffels von der Seenot rettet. Und hellbühlt Fisch musst du bieten. Ja, und lecker Bullbeer. Prost. Das war Emden TV an diesem Samstag hier aus der Krummhörn. Wir hoffen, unser kleiner Ausflug hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns über Rückmeldungen. YouTube, Facebook, Instagram, machen Sie es gut. Bis nächsten Samstag. Das war Emden TV an diesem Samstag. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, unseren Emden TV Poolpartnern für Ihre Unterstützung und wünschen noch ein schönes Wochenende.